Servus, Glück auf und jetzt willkommen zu einer neuen Staffel, Spiel, wie auch immer, Night of the Dead. Mit dabei, Quengi, Quengel, Quenny, sowas. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Ist übrigens auch die Mara gleichzeitig, weil da die letzten Tage Nachfragen im Stream zu kamen. Stimmungsabhängig. Genau. Gut, Night of the Dead. Wir haben es gestern mal im Stream angezockt. Ich habe es gestern im Stream mal ein bisschen angezockt. Und ja, wir machen jetzt hier mal so ein bisschen, so ein paar Folgen. Mal gucken, wie lange wir Lust haben. Worum geht's in dem Spiel? Ja. Zombie Survival Tower Defense. Quasi, ja, 7 Days to Die in schnell. Was denn da für ein Alarm? Gar kein Alarm. Journal! Was hat das eigentlich mit dem X auf sich? Jetzt mal ernsthaft, können wir da irgendwas... Welches X? Ach so, ja. Das ist eine Quest halt. Schon alle ja, ich denke mal, da wird diese Forschungsanstalt sein. Nee, eins habe ich dir stehen lassen. Ich bin ja nicht so. Ja, ich muss dich mal wieder leiser machen. Kein gleichbleibendes. Ist ja auch wurscht eigentlich. Wer das hier abfarmt. Ja, ist halt schon sinnvoll, wenn du auch ein bisschen Eisen hast. Okay. Die Frage ist halt, was wir machen. Machen wir jetzt erst Farmerama, suchen wir uns erst einen Bauplatz. Ich würde sagen, wir suchen uns einen Bauplatz und unterwegs nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Dann dauert das aber 200 Jahre, bis wir einen Bauplatz finden. Dauert's eh, wenn du suchst. Wir spielen übrigens auf Hard. Schwierigkeitslevel Hard. Nur mal so zur Info. Also für die ganzen Low-Bopper, die hier auf Ponyhof-Level spielen und irgendwelche schlauen Kommentare reinschreiben. Na, gönnt euch. So. Wir laufen nach da hinten, okay. Ja, erstmal der Straße nach. Oder was? Ja. Also die Vögel, die hören sich... Ja. Wieder die Jobobs. Tja, dann ich kenne die Map halt nicht. Wir müssen halt erstmal irgendwie einen Bauplatz finden. Dieser. Ja. Idealerweise halt irgendwo in der Nähe von der City. Das ist korrekt. Tja. Frage ist, looten wir da oder gehen wir erstmal irgendwie einen Berg hoch, um einen Ausblick zu haben? Du, Chef, du entscheidest. Ja, dann follow me. Hier geht ein Weg hoch. Nehmen wir den mal. Sobald ich hier das aufgesammelt habe, folge ich dir. Achso, ich soll ja eine Axt herstellen. Machen wir das mal eben. Mit der ihr auch auf dem Laufenden seid. Jetzt hau ich noch einen Baum um. Ja, hier kommt also quasi jede Nacht eine Horde. Fängt langsam an, wird immer stärker und man kann halt Fallen bauen und so weiter. Das werdet ihr im Laufe des Spiels dann sehen. Also hier geht es nicht darum, irgendwie idyllisch zu bauen oder sowas. Nee. So wie 7 Days oder so, wo man auch mal ein bisschen schön bauen kann. Hier geht es rein darum, ja, Fallen zu bauen. Dass möglichst viele Köpfe fliegen. Also hier geht es auf jeden Fall mega hoch, aber... Ich folge dir. Sie hört gar nichts hier, ey. Hier ist jetzt so ein Trampelfahren. Der geht da weiter hoch. Komm, mal, unten ist es, City. Mhm. Ja, sogar eine richtig große City. Ja, was mich halt interessieren würde, ist, ob das möglich ist, bestehende Gebäude zu nutzen.
und die umzubauen. Ja, muss es nicht gehen. Vor allem Ja, die Sache, keine die Ahnung, Sache ob man ist da bauen halt. kann. Ja, die werden aber halt immer nachspawnen halt, ne? Die spawnen ja nach. Ist ja nicht so, dass du das freiräumst und dann ist Ruhe. Schade. Ja, man kann ja mal ein bisschen was selber bauen. Was ist denn los mit dir? Also hier ist auf jeden Fall schon mal eine Menge Ressourcen, das sieht gut aus. Hier hätten wir Da ein hinten ist er schon wieder. schönes Plateau hier. Hier könnte man fett bauen. Tja, die Frage ist Ich halt, wo. vertraue dir da. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also, die kam ja im Stream immer aus Richtung Stadt. Weiß halt nicht, ob die immer von den Städten losrennen oder was. Weil dann würden sie hier, könnten sie ja dann nur von der oder von der anderen Seite kommen. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall erstmal runter hier. Sonst müssen wir immer zu weit laufen. Ich hinke schon wieder etwas nach. Ist ja nichts Neues. Ja, es fehlte mir halt irgendwas abbauen und so und jetzt kann ich wieder Ja, da kannst du ja auch dann gleich schwimmen. machen, wenn wir einen Bauplatz haben. Ist ja gar kein Problem. Ja, bin ja schon Kannst ja den da. Berg wieder hochrennen hier und kannst alles anfingern. Ja, ich muss mir das halt erstmal alles und ja, ist Guck mal, hier auch ist auch gut, direkt ein Mädchen. Haus. Zwei Häuser. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Ich glaube, wir gehen hier hoch, oder? Dieses erste Plateau hier. Wenn du das möchtest. Warum nicht? Ja. Ja, ich guck doch auch ein bisschen rum hier. Aha. Bist du hier? Alter, gleich ein Bär. Der rennt zu dir. Ja, ich sehe es. Ja, ich muss mal hier hinkommen. Genau bin ich. Ja. Ja, hau mir auf den Arsch. Alter Kollege. Unfreundlicher Typ. Habe ich dich getötet oder er hat dich getötet? Ich bin auch tot. Wollen wir dazu was sagen? Einmal mit Profis, Alter. Mhm. Hab die Und ganze wenn du. Zeit den Bär im Griff gehabt, bin schön im Kreis getanzt. Genau. Kaum kommt die Olle, Alter, bumm, down. Quatsch nicht. Ja, alles weg. Kannst den weg doch. Gib mir nicht die Schuld. Ja, du hast dich Hab bestimmt gesagt. getötet. Nee, das glaube ich nicht. Ich habe in Das dem glaub Moment ich, nämlich von aber. dem Bärchen auch eingekriegt. Ich habe gerade eine Blutung. Das finde ich uncool. Kannst du mal stehen bleiben? Ja, siehst du, Dankeschön. das ist das Problem. Was? Wie Ja, schleichst du so um mich rum? dass man nicht durchrennen kann. Du hast mich halt blockiert oder was? Ich war die ganze Ja. Zeit am Tanzen mit dem Vieh. Was ärgerlich. Ja, das ist halt ärgerlich, dass das nicht geht. Ich habe immer noch eine Blutung. Ja, stirb's halt noch mal. Oh Still ja. die doch mal. Ja, womit denn? Soll mir Ja. ein Pilz in die Wunde drücken? Zum Beispiel, ich meine, man kann auch versuchen auszubrennen. Pfeife. Ach komm, ey, ich habe eh eine Geh Blutung. weg! Du Du bist hast mich fertig. dahin geschubst. Ich hab gar nichts gemacht! Wie immer nur eine Blutung? Der geht doch kaputt, Alter! Wie oft soll ich denn da drauf nageln mit dem Scheißmesser? Ja, deswegen dachte ich halt an einen Bogen. Ja, kannst du dir einen aus dem Allerwertesten ziehen, oder was? Man muss ja wohl erstmal irgendwo hin, wo man sich niederlässt. Sollen Ja. wir denn jetzt hier irgendwo irgendwas farmen, bauen und sonst was machen? Ist doch Na, schwachsinnig. ist doch auch in Ordnung. Beruhig dich doch mal. Kann der Bär sich jetzt nicht einfach auf den hier stürzen hier?
Ja, der kann ja gar nichts mehr haben, der Bär. Ich hab den schon zweimal fast zerstückelt. Junge, Junge. Doch mal die Powerriegel auf eine Taste legen. Oder? Stieg noch Maß her. Das ist eine Hoshi. Oh, keine Ahnung, zu welchem Totenkopf ich jetzt laufe. Wahrscheinlich zum ersten, weil der zweite gar nichts bei hatte. Ja. Denke ich mal. Aber das ist meiner. Der müsste deiner sein hier. Hm. Naja, im Endeffekt auch wurscht. Ich habe keine Ahnung. Dann legt dir deine jetzt Energy. Jetzt ist er weg oder was? Tja. Warte, Kacksau, Alter. So weit kann der aber noch gar nicht sein. So, wo waren wir denn jetzt hier? Das ist doch hier eigentlich auch eine ganz schöne Ecke, oder nicht? So umgeben von der Felswand. Bitte hier. Hier ist doch schön eben. Ja. Ich weiß halt nicht, inwiefern die fähig sind, irgendwelche Steine hochzuklettern. Keine Ahnung, das werden wir dann sehen, würde ich sagen. Also Leute, die ersten Folgen ist erstmal Famarama angesagt. Schon mal zur Info. Da ist der Bär wieder. Wo ist da? Hier im Südwesten. Was ist denn, was brauchen wir denn für einen Speer, Alter? Können wir keinen Speer machen? Steine, denke ich mal, oder? Nee. Ich habe gerade das andere Game gezockt, ich bin schon wieder voll out hier. Voll raus aus dem Spiel. Aber immerhin haben wir jetzt direkt Taschen, aber die habe ich gestern nicht gehabt. Zeig dir mir das aus. Zwei kleine Steine habe ich. Nimm das doch auf. Was brauchten wir denn für so einen Schlafsack, Johnny? Blätter. Ich würde sagen, wir legen uns erstmal einen Schlafsack. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Build it. Nehme ich mal hier vorne hin. Zack. Muss ich noch mal einen Point hier setzen. Okay. So. Wo ist jetzt die dumme Sau hin hier? Die haben einmal noch hinten Südwesten an der Steinwand. Ja, bis wir einen Bogen machen können, das dauert halt ein bisschen. Ja, keine Ahnung, der wird sich schon melden. Mir fehlt ein Stoffhetzen. Ach, er kommt da. Gebe ich dir gleich. Alter, der ist gestern bei drei Schnitten gefühlt umgefallen. Und jetzt hackst du hier drauf. Gibt's gar nicht, Alter. Ah, mal. Du hast auch keinen Schlafsack, ne? Geh mal weg sonst.
Ich meine, hart ist ja schon. Alter, den kriegst du gar nicht dauern. Na, na. Das Baluda, der. Was macht denn? Der springt da rum wie ein Flummi, ey. Alter, der ist doch unsterblich, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Du brauchst gleich zu meinem Schlafsack kommen, Alter. Meine Fresse. Okay. 200 Tode später, Alter. Episch. Ich meine, solange wir noch Energizer-Riegel haben, geht das ja, aber. Was ist das hier? Was brauchst du? Einen Stofffetzen, oder was? Ja, ein. Habe ich nicht. Muss mal meine Totenkiste suchen, ja. Voll Blut befleckt. Hallo, das geht nicht mit dem Messer. Du brauchst eine Axt dafür. Hier liegt der Stoffwetzel. Ich danke dir. Gerne. So, jetzt muss ich mir erstmal Energizer-Riegel... Ach, guck mal, die machen gar nichts mehr. Ah ja, das ist jetzt aber fickig mit dem Toten. Eieiei. Okay, okay. Also gut, Bären aus dem Weg gehen, Alter. Ja, gestern habe ich auf normal gespielt, da kommt man die Bären so wegschnitzeln. Ist aber okay, dass das nicht mehr geht. Ich würde halt sagen, wir bauen erstmal hier so ein Foundation-Dinger oder was. Mhm. Oder, so, oder willst du das alles so hinstellen? Die Frage ist ja, ob die Zombies das zermatschen dann. Es geht ja auch um Style, weißt du? Also oh, Foundation. Foundation. Ranken und Stämme, Alter. Ich kann ja da schon mal was droppen. Hey, wir können ja so ein Foundation-Ding machen, wo wir die Werkbänke draufstellen und dann eine kleine Butze halt für Loot oder so. Mhm. Können wir tun. Tun wir nichts. Aber ich denke mal, Foundation-mäßig, also mit Fallen und so, müsste man wahrscheinlich besser dabei den Felsen machen. Also willst du quasi eine Loot-Base haben und eine, wo du fightest? Ja, was heißt fighten? Naja, kann man halt mal gucken, was man da macht. Eigentlich brauchst du gar keine Base zum Fighten. Kannst halt irgendwas mit Zäunen machen oder so. Also, wie dropp ich denn jetzt hier irgendwas? Ja, weil du kannst hier einfach gleich da dran snappen. Ach, ich krieg dieselbe Höhe doch gar nicht hin. Das sieht das aus wie. Das snappt doch bestimmt. Hat's gestern nicht bei mir. Also hier könnte man natürlich so eine richtige Base bauen, so eine Loot Base. Und dann könnten wir hier daneben so eine Handwerkerbutze bauen, ja. Mhm. Brauchen wir aber erstmal eine Picke, damit hier mal das Eisen wegkommt. Ich hab schon eine. Ja, dann kannst du mal das Eisen da wegmachen. Okay, das mit den Toten ist, glaube ich, auch neu. Das war gestern auch nicht so. Beziehungsweise haben die Energieriegel eine Menge mehr gegeben. Möchte gar nicht wissen, wie das ist, wenn man hier auf Legendär spielt. Aber. Wahrscheinlich hast du da gar keine Energieriegel. Ja doch, aber die geben ja nichts. Mama, hier diese kleinen Steinhutzel weg. Naja, wir müssen hier mal ein bisschen freiräumen jetzt eben. Geht nicht, ne? Ja. Muss halt nur die Hitbox finden. Ach komm, Schneckchen. Ich
Ja, dann mach erst den So. Mach hier noch die beiden Büsche weg und dann. Ich meine, wir könnten auch mit. Ich muss auch gucken, was die Mauern kosten. Wall. Wall kostet Seile. Seile brauchen wir erst die Werkbank für dann, ne? Wand mit Tür. Achso, ne, das ist ja eine Wand, Alter. Da gibt's keine hier. Fans. Schutzmauer. Da gibt kein Tor. Ja gut, da kannst du ja hier. Ja, so wir machen Foundations. So teuer sind die ja nicht. Kopfzerhacker hinbauen anstatt einem Tor. Sieht eigentlich gut aus hier. Wir werden sehen, ne? Also bei mir snappen die ohne Probleme, also. Okay, bei mir ging das gestern nicht. Okay, das ist ein bisschen abfallend. Ich kann mal ausprobieren, ob da jetzt dran setzen kann. Sollte eigentlich gehen. Muss halt nur einmal die Höhe so finden. Zack. So, von Mensch. Oh, ein Mädel. Zufrieden? Ja, nicht ganz, aber dann machen wir hier noch eine Reihe. Nee, das ist perfekt. Ich hätte das halt nur zwei breit gemacht. Ja, das ist ja wurscht. Ja, mach ich mal noch eine. Stairs. Ja, wenn du das nur zwei breit machen willst, dann kann man ja. So eine Ranke noch? Dann Kiste mit Sicherheit. Wie droppe ich die denn? Einfach rausziehen. Bitteschön. Können wir so einen Kistenraum machen oder so? Hallo, das ist hier die Craft Foundation. Hm, okay. Dann kommen da halt noch Topfpflanzen hin. Gibt's ja nicht umsonst in dem Spiel. Ah. So, also muss noch mal eine Reihe dran an deiner Seite, damit die mittig ist. Perfekt. Dann sollten wir eigentlich auch ein paar Stations drauf kriegen. Also machen wir hier immer noch weg. Ja gut, die Ranken hast du, aber ich kann dir die Baumstämme eben noch droppen. Zwei habe ich noch. Dann mache ich die restlichen Bäumchen hier weg. Das Baumühle, was zippst du denn immer raus, so Pfeife? Okay, das ist unsere Craft Foundation erstmal. Die können wir natürlich später noch erweitern. Können wir mal gucken, wir sind jetzt zu zweit, vielleicht ziehen wir da auch noch Wände drum und sowas. Mal gucken. Wird man alles sehen. Gut, Leute, das soll es erstmal gewesen sein für die erste Folge. Sagen wir bedanken uns fürs Zusehen und ja, in den nächsten Folgen geht es hier weiter mit der Farmerama-Geschichte. Aber erstmal müssen wir uns um Essen kümmern. Korrekt. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.
Ciao.